Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Heute wollen wir uns zwei schicke Mounts angucken, die wir beide aus dem Handelsposten erhalten können. Und diesmal wollen wir uns den Handelsposten aus dem Jahr 2024 im April angucken. Und dazu war ich schon fleißig, habe ein paar Währungen gefarmt. Auf dem ersten Mount befinde ich mich gerade schon. Das konnte man schon früher bekommen. Das ist nämlich einmal die Schreckensflut. Und wie ihr sehen könnt, ist das ein Schiff, das fliegt. Sieht ganz cool aus. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erstmal noch das Mount Special an. Wenn wir das am Boden fliegen, dann können wir nämlich hier ein bisschen rumfeuern. Da hat das so kleine Kanonen drauf, ist auf jeden Fall eine coole Sache. Das ist das eine Mount, was es durch den Handelsposten gibt. Und das zweite werden wir uns jetzt gleich noch kaufen. Und zwar ist das hier die wilde blaue Kampfschildkröte. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns aber alle Belohnungen aus dem Handelsposten an. Einfach, dass wir das natürlich auch noch mitnehmen. Ich war schon fleißig und habe mir einmal den Balken aufgefüllt. Und zwar haben wir den ja hier im Reisetagebuch. Da müssen wir verschiedene Aktivitäten erfüllen, um dementsprechend hier einen Balken zu füllen. Wenn ihr es bei 1000 Punkte aufgefüllt habt, dann gibt es quasi die Belohnung in der Truhe und halt dementsprechend nicht nur die Währung, die wir jetzt gleich benötigen, um die Sachen zu kaufen, sondern es gibt auch nochmal zusätzlich eine Special-Belohnung und dieses Mal müsste es, glaube ich, ein Pet sein. Ich würde sagen, wir gucken uns mal nach. Genau, also wir bekommen 1000 Händler-Devisen diesen Monat wieder und ihr habt gerade gesehen, da haben wir ein Pet gekriegt. Das muss ich mal gucken, ob wir das direkt gelernt haben. Genau, das ist dieses kleine Entchen hier. Aura schimpft sich das. Ein Entchen mit einem, ich würde mal sagen, Zauberstab und diesem Blumenhut. Sieht auf jeden Fall putzig aus und ja, damit haben wir die Belohnung schon mal. Und dann würde ich sagen, nehmen wir unsere Devisen und gucken uns mal den Händler an, was der so zum Bieten hat. Gut, wir haben dieses Mal das ein bisschen aufgeteilt. Und zwar einmal im Plunderstorm und im Standardkatalog. Und ihr seht, das sind wirklich einige Sachen, die wir hier drin haben. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Und als erstes haben wir zuverlässige Fundgrube, das ist ein Rücken, kostet 750 von dem Tender, also ziemlich viel, ist aber auch ein ziemlich einzigartiges Item, könnte ich mir theoretisch kaufen, ich habe aktuell 2090, ich mache es jetzt aber so, dass ich immer versuche 1000 über zu haben, falls jetzt mal viele Mounts in einem Monat kommen und dementsprechend lasse ich da mal die Finger von. Dann haben wir ein Assemble, das aus 4 Items besteht. Und das ist jetzt hier einmal Assemble-Kleidung des verwegenen Buccaneers. Ja, ist ziemlich basic, sieht aus wie schon das ein oder andere T-Mock, was wir jetzt über den Plunderstorm erhalten haben. Dann haben wir hier blutroter Zweispitz, das ist dieser Hut hier. Der macht tatsächlich was her. Dann haben wir noch einen weiteren Hut, den ich noch ein bisschen cooler finde, muss ich sagen. Rasereihut der blauen Tiefen, das ist dieser Hai. Naja gut, man sieht relativ gut, dass es so ein Plüschtier ist, ne, mit diesem Knopfauge und so ein bisschen zusammengenäht. Sieht aber sehr, sehr cool aus. Dann haben wir Zweispitz des Eisenfluträubers, das ist dieser Piratenhut. Dann haben wir das Mount, das ich euch schon gezeigt habe, die Schreckensflut. Das ist das hier. Wie viel das jetzt genau kostet, sehe ich leider nicht, weil ich es selber schon geholt habe. Vielleicht für die Leute, die es damals noch nicht geholt haben, können es gerne in die Kommentare schreiben. Dieses Mount gab es schon mal über ein 6-Monats-Abo. Ich glaube, irgendwann in BFA war das. Und später konnte man es dann auch nochmal für 25 Euro im Shop kaufen. Und jetzt ist es halt, soweit ich weiß, schon eine Weile aus dem Shop raus. Und jetzt kriegt man es quasi hier über die Marken. Dann haben wir hier Kleidung des Säbelrasseln-Buccaneers. Also anscheinend habe ich mir das schon mal irgendwann gekauft. Kann ich mich jetzt zwar nicht dran erinnern, aber okay, das habe ich mir anscheinend schon mal irgendwann geholt. Und dann haben wir hier noch den Zweispitz des Schreckensadmirals. Das habe ich mir anscheinend auch schon mal geholt. Genau, das sind jetzt die Plunderstorm-Items. Und jetzt kommen wir zu dem ganzen Katalog an Items, die standardmäßig drin sind. Und zwar haben wir einmal Assemble Lavendel-Kollektion des Frühlingsfeinden. Die Namen werden auch immer länger. Das besteht aus 2 Teilen. Also wir haben quasi hier ja, das Kleid und einmal den Hut. Ich wusste gar nicht, dass man die einzeln ausblenden kann. Das wäre ganz cool. Der Hut sieht recht nice aus mit der Schleife. Das einzige Manko, die Schleife geht halt irgendwie in die Brust mit rein. Und naja, weiß ich jetzt nicht. Schwierig. Kostet 500. Das nächste ist quasi unser Mount, was ich mir jetzt auf jeden Fall kaufen werde. Und zwar wilde blaue Kampfschildkröte. Kostet 500. Und ich würde sagen, das kaufen wir direkt. Das sacken wir einmal ein und das gucken wir uns dann natürlich auch gleich an.
Dann haben wir hier ein weiteres Assemble, und zwar Lavendelkleidung des Frühlingsfeinden. Das besteht sogar aus richtig vielen Teilen. Also wir haben ein Oberteil, dann haben wir den Gürtel, dann haben wir eine Hose. Ach so, schau mal, das sieht so aus, ob das zusammengehört, aber nee. Interesting, hier die, das Ende von dem Hemd gehört quasi zur Hose. Das ist ja wild. Aber wenn man das jetzt nicht mit dem Oberteil zusammen anzieht, ist ja total dumm. Ja, okay. Weiß ich jetzt nicht. Und dann gibt es noch Schuhe zu, aber ja, gut. Okay. Dann, wobei das wird sich sogar fast lohnen. Da kriegt man 4 Temok-Teile für insgesamt 300 Tender. Das ist ja in Ordnung. Dann haben wir Kriegshammer der Überheblichkeit. Das ist der hier. Naja, ist ein ziemlich dicker Hammer. Dann haben wir Pusteblumen Sonnenhut des Frühlingsfeinden. Bei dem ist halt wieder dasselbe Problem, ne? Dann ist ähnlich wie da oben, nur quasi jetzt einzeln. Oh, der hat so eine Blume mit drauf, das ist auch nicht schlecht. Dann haben wir vergiftete Aaskralle. Die sieht natürlich schon echt sick aus, auch mit diesem Auge unten dran. Das macht echt was her. Dann, was haben wir hier? Ach, das ist ein Rücken, oder? Man kann hier die Rüstung auch immer verbergen. Bandelier des Assassinen ist das. Okay, dann haben wir einen Langbogen des Smaragdwächters mit den 2 Schlangenköpfen, sieht auf jeden Fall auch cool aus. Dann haben wir Helm des Starken, das ist dieser Wikingerhelm. Dann haben wir ein Toy, feiner seidiger Sonnenschirm. Ich vermute, der wird ähnlich sein wie der Sonnenschirm, den wir letzten Monat bekommen haben, wo wir so ein bisschen rumsegeln können. Da kriegen wir nämlich keinen Fallschaden und segeln quasi wie mit so einem Goblin-Gleiter langsam nach unten. Das kaufen wir jetzt auch. Toys will ich natürlich immer schön mit eintüten. Wir haben jetzt noch 300 Punkte über. Dann haben wir Pusteblumengleit des Frühlingsfeinden. Das ist das hier. Dann haben wir Violetterstein des Kriegsmeisters. Das sind diese Kugeln. Dann haben wir Kodex des klassischen Beschwörung. Oder der klassischen Beschwörung. Ja, das ist so ein Buch, finde ich jetzt nicht so krass. Dann haben wir Jade-Spaltbeil des Champions. Die zieht... Also, ich finde es jetzt vom Aussehen gar nicht so krass, aber die Größe ist halt ziemlich krass. Ich glaube, das ist ähnlich groß wie die Waffe, die wir aus Dings kriegen. Aus dem Challenge-Mode in WoD, ne? Die ist ja auch relativ riesig. Dann haben wir Mantel des gelehrten Raben. Die sehen eigentlich ganz cool aus. Dann haben wir Pusteblumengewand des Frühlingsfeinden. Das ist dieses Oberteil hier. Das markgrüne Gaze-Gewand. Das habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Dann Assemble des Tarnkluft des Vagabunden. Dann haben wir Assemble Tarnzierrat des Wandlers. Das ist das hier. Okay, wir kriegen jetzt immer die Umhänge in allen möglichen Farben. Ich glaube, wir hatten jetzt schon 5 oder 6 verschiedene Farbvarianten. Dann haben wir Handschuhe des violetten Gala oder der violetten Gala, so rum. Dann haben wir klassischer violetter Wappenrock. Was haben wir dann noch? Vergoldeter Smaragd Langmantel, das ist der hier. Dann haben wir violetter Sargon des Händlers. Ich glaube, der wird halt mit dem oberen hier gut zusammenpassen und den Handschuhen. Da könnte man sich so ein Set zusammenbauen. Dann haben wir Kriegsbeil des Entwalders. Der Name ist auf jeden Fall cool, Kriegsbeil des Entwalders. Dann haben wir lebhafter Schulterumhang des Duellanten. Verdrehter Stab des Lehrlings. Dann haben wir violette Schulterumhang des Duellanten. Pusteblumengürtel des Frühlingsfeinden. Ach, das sieht man so gut wie gar nicht. Ah, okay. Pusteblumenhose des Frühlingsfeinden. Das ist hier diese grüne. Und dann Pusteblumenstiefel des Frühlingsfeinden. Das sind diese kleinen hier. Die sehen aber so ähnlich aus wie die einen vom Set, oder? Von welchem war das? Von dem hier. Also, die sehen auch so gut wie gleich aus. Ja, das ist eine Nuance heller. Gut, ich würde sagen... Wir kaufen uns jetzt ein paar Sachen, wo ich aus meinen Punkten das Maximale an Temok rauskriege. Heißt, ich kaufe mir jetzt Teile, also 1000 will ich ja behalten. Heißt, ich kaufe mir jetzt ein bisschen was für 50. Ich weiß, die sehen nicht gut aus, aber mir geht es tatsächlich um die Anzahl der Temok-Teile und nicht ums Aussehen, weil ich werde das eh nicht Temoken, wenn wir ehrlich sind. Also manche Teile sehen sogar ganz cool aus, aber die sind mir dann zu teuer im Verhältnis zu dem, was ich an Temok kriege, ne? Also wir kaufen jetzt die ganzen 50er,
damit machst du mal nichts falsch. 50 Punkte für einen T-Mog ist okay. Und hier sind wir dann bei 75, aber über Assemble kriegt man ja teilweise zwei Teile und eventuell, seht ihr, hier, da kriege ich jeweils zwei Teile. Da, also habe ich dann auch einen T-Mog für 50 im Schnitt. Und dann gehen wir runter auf 1000 und den Rest lassen wir dann tatsächlich. Sprich, das ganze billige Zeug tüten wir ein. So, jetzt habe ich noch 1040 über, den Rest lassen wir. Aber es ist schon heftig, wie viele Sachen hier mittlerweile drin sind. Also da schon richtig viel. Gut, dann hätte ich gesagt, schauen wir uns jetzt noch das Mount an, das zweite. Und zwar die Schildkröte. Da haben wir sie direkt. Achso, die muss ich jetzt da oben erst... Okay. Hallo, ich will dich auspacken. Will es anscheinend nicht. Also die Schildkröte lässt mich sich nicht auspacken. Naja, ich probiere jetzt mal einen Relog und wenn es da nicht geht, dann, weiß ich nicht, scheint es ein bisschen verbuggt zu sein. Das Toy, denke ich mal, schauen wir uns dann in dem Toy Guide ein, aber ich vermute, das ist eh einfach jetzt wieder so ein, ja, so ein Sonnenschirm, wo man ein bisschen langsam runtergleiten könnte. So, jetzt gucken wir mal. Relog haben wir durchgehauen. Schauen wir mal, ob es jetzt entbuggt ist, das Ding. Ah, jetzt ist es entbuggt. Jetzt können wir uns das Ding mal angucken. Oh, ist natürlich eine Schildkröte, ne? Dementsprechend nicht sonderlich schnell. Ich habe auch ein Addon drauf. Das zeigt mir das an. Laufspeed 110, ne? Ein normales Mount ist halt 200% am Boden schnell. Also das ist schon sehr, sehr langsam. Ich vermute, es wird im Wasser schneller sein. Jetzt gucken wir uns aber noch das Mount Special an, hätte ich gesagt. Ich würde vermuten, es schießt diese Kanonen ab, oder? Was meint er? Okay, das enttäuscht mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich. Da zweitige Kanonen drauf und das Mount Special ist nicht, dass es die Kanonen abschießt. Okay, es macht den Standard-Stuff. Warte mal, warum läuft das jetzt hier übers Wasser? Ach so, weil ich die Dings drin habe. Dieses Wasser laufen, ne? Jetzt gucke ich mal, wenn wir jetzt hier mit dem schwimmen und nirgends hängen bleiben, wie schnell wir sind. Im Wasser ist es 135% schnell. Heißt, das ist wie die meisten Schildkröten halt im Wasser schneller und auf Land ist es ziemlich langsam. Aber es sieht ganz cool aus mit diesen zwei Kanonen. Mich hätte es jetzt vielleicht noch gefreut, wenn man es abschießen hätte können, aber gut, so ist es. Juti, damit wären wir durch mit den ganzen Items. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch so gekauft habt. Habt ihr eure Punkte für die teuren, cooleren T-Mox ausgegeben? Oder macht ihr das ähnlich wie ich und kauft immer nur die großen Collectibles und so die günstigen T-Mox-Sachen? Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela. Bis dahin. Ciao.